Ihr seid Gurok, der Zwerg. Ihr habt euch erfolgreich bisher durch das Kerker-System gekämpft und steht nun vor der letzten verschlossenen Tür. Dort müsste der Nekromant sein, dort müsste der Nekromant mit seinem Schatz sein, auf den ihr aus seid, den heiligen Stab des Untodes. Wagt ihr es, die Tür zu betreten? Was mag euch erwarten? Die Tür verschwindet und ihr könnt einen flüchtigen Blick in den Raum werfen. Eine Folterbank. Wie viele mögen hier schon gelitten haben? Ein Altar mit einem Buch drauf. Mag das das Necronomicon sein? Und eine Schatzkiste. Dort muss der Stab sein. Doch plötzlich, wie aus dem Nichts, erscheint ein Gargoyle. Ein Chaoskrieger. Und ein Chaoszauberer. Diese Streitmacht könnt ihr nie alleine schaffen. Wie reagiert ihr? Was würfelt ihr? Nach einem langen, harten Kampf und durch den Einsatz von diversen magischen Gegenständen und Waffen habt ihr es geschafft, den Zauberer und den Krieger zu erledigen. Ihr steht jetzt nur noch vor dem Gargoyle, einer der mächtigsten Gegner, denen ihr jemals gegenübergetreten seid. Wie schafft ihr das? Ihr seid schwer verletzt. Also, ihr braucht Hilfe durch euren großen Bruder. Zusammen schafft ihr es, den Gargoyle zu besiegen und die Schatzkiste zu öffnen. Der Stab ist euer und ihr habt das Abenteuer geschafft. Auf zu den nächsten. Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge und heute ist mal ausnahmsweise kein Videospiel dran, sondern ein analoges Retro-Spiel und zwar HeroQuest. Ich habe das Spiel von meiner besseren Hälfte jetzt zu Weihnachten wieder geschenkt bekommen in einem sehr guten Zustand und ich wollte mit euch einfach mal diese Faszination teilen, warum dieses Spiel wirklich so hammergeil ist. So einen kleinen Einspieler habe ich euch schon so einen kleinen Eindruck gegeben, wie es für mich als Kind immer gewirkt hat und ihr müsst euch einfach mal in meine Rolle reinversetzen, ne? Der kleine Retro-Panda kennt an Brettspielen im Prinzip nur sowas wie Mensch, ärgere dich nicht oder ähnliches. Ne? Das ist zwar unterhaltsam, ist ein Klassiker, keine Frage, aber doch etwas langweilig. Und dann kam da dieser Werbespot hier. Hero Quest. Deep inside another dimension, face battling barbarians and evil magic on a quest for adventure in a maze of monsters. This is Hero Quest, the fantasy adventure game where winning means mastering the arts of combat. I'll use my broadsword and magic. Fire a breath. Discover traps and enemies, uncover secret doors. Once you get into it, you'll never be the same. Hero Quest. Ich meine, wow, Hammer, halbnackte Barbaren, einfach fiese Monster, Kerker, die man erkunden kann, Abenteuer, wunderbar. Und da fängt das Spiel auch schon mit seiner wirklich fantastischen Sache an. Hier, allein schon das Cover. Ich meine, seht es euch an, ihr habt ja diesen halbnackten Barbaren, hier habt ihr die anderen Spielcharaktere, die es gibt, den Zauberer, den Zwerg, den Alben, fiese Monster, es ist alles thematisch in einem Keller drin. Boah, also, wenn man so ein Cover sieht, das muss man doch einfach kaufen, das Spiel, oder nicht? Und ich habe es mir dann auch gewünscht und mit meinem Bruder wirklich hoch und runter gespielt. Und im Prinzip ist das Spiel so in zwei Seiten, sage ich mal, aufgeteilt. Es gibt ähnlich wie beim Pen-and-Paper-Rollenspiel immer einen Dungeon Master quasi, der die ganzen Gegner hinmacht, der quasi die Bösen spielt, ne, das Spielbrett. Und dann gibt es die Spieler, das können natürlich einer sein oder auch mehrere, die denn dieses Kerker-Netzwerk erforschen. Und je nachdem, was sie sehen, genau das wird dann vom Dungeon Master aufgebaut. Nur Problem ist, ihr geht in diesen Kerker rein. Ihr habt keine Ahnung, wo ihr hin sollt. Meistens so eine Ahnung, es sind ja alles, es gibt Fertige und nicht so Fertige. Und bei den Fertigen kann ich mich noch ganz gut erinnern. Im Prinzip musstet ihr immer oder meistens in die Mitte der Karte gehen. Aber ein paar Schwächen gibt es immer, sage ich mal. Und diese Abenteuer konntet ihr nämlich auch alles hier in diesem Buch der Herausforderungen euch herausholen. Ne? Und da waren schon so ein paar fertige Abenteuer drin mit einer wirklich faszinierenden Geschichte, die euch so thematisch einleiten. Und dann seid ihr in diesem Kerker eben unterwegs. Und erforscht ihn, Raum für Raum. Wo sind Fallen? Wo sind Schatzkisten, wo ich vielleicht was finde? Wo sind Gegner?
Wie kann ich mich da rausziehen? Wo finde ich vielleicht magische Sachen? Wie komme ich zu meinem Ziel? Und dieses Spielbrett jedes Mal zu erkunden, das hat so viel Spaß gemacht. Und dieses Buch der Herausforderung, was ich auch eine sehr, sehr schöne Sache finde, hat nicht nur vorgefertigte Sachen gehabt, nein, es hatte auch Blanko-Teile, wo ihr dann einfach selber euch Abenteuer zeichnen konntet. Und das haben natürlich mein Bruder und ich uns auch immer so gegenseitig gemacht, um uns möglichst so die fiesesten Kerker entgegenzuwerfen. Aber nicht nur das allein ist natürlich das Geile, ne? Ihr habt natürlich ein schönes Spielprinzip, Abenteuer, ihr liebt dieses Spielbrett, aber nur deswegen ist das Spiel ja nicht so populär. Es gibt nur noch eine weitere große Sache, und zwar einfach die Gegenstände, die es gibt. Es gibt viele Möbelstücke, die dann thematisch in das Spielfeld rein platziert werden. Das hätte es auch nicht gebraucht. Die sind alle in so einem Plastik-Papp-Mix, sage ich mal, aufgebaut wie diese Folterbank hier. Es hätte es ja nicht gebraucht. Da hätte es auch einfache Pappplättchen geben können oder ähnliches. Das hätte alles gereicht, aber nein, sie haben es gemacht, weil es möglichst thematisch ist. Es gibt Bücherregale, es gibt Kamine, es gibt Altare, wie ihr schon im Intro gesehen habt. Und das fängt einfach diese ganze Fantasie und Imagination ein, und ihr wisst gleich sofort, okay, was Sache ist. Und dann gibt es natürlich nicht nur die verschiedenen Einrichtungsgegenstände, es gibt dann die verschiedenen Gegner, es gibt Chaoskrieger, es gibt Grünhäute wie Orks und Goblins, es gibt Untote wie Mumien und Skelette. Es gibt so viel Abwechslung, wo ihr da durchgehen könnt und wirklich euch sehr sehen müsst, welche Gefahr ist jetzt die schlimmste und welche nicht. Ihr müsst euch durchkämpfen. Es gibt natürlich auch noch Sachen zu finden. Magische Sachen. Schwerter, Äxte, Tränke, alles Mögliche. Dann gibt es noch Fallen, die ihr auslösen könnt. Also, ich weiß nicht, Freunde, aber dieses Spiel hat wirklich so einen nachhaltigen Eindruck bei mir gelassen. Einfach dieser gesamte Aufbau, der sehr fantasiereich ist. Vom Spielablauf, mein Gott, da gibt es vielleicht meinetwegen so aus der Retro-Perspektive Besseres. Aber ich glaube, dieses Spiel hat mich persönlich auch so ein bisschen in diese Richtung Pen and Paper Rollenspiele und auch allgemein diese Warhammer-Welt reingeführt, weil so ein bisschen HeroQuest, das ist nämlich auch von Games Workshop die Figuren entwickelt, die natürlich so ein bisschen die auch die Warhammer-Welten machen. Es gibt neben HeroQuest gibt es zum Beispiel auch Space Quest, was so schon ein bisschen abbildet, dass da Space Marines dabei sind und so weiter. Und das hat mich einfach da so ein bisschen reingezogen, dieses düstere Fantasy-Abenteuer-Erleben. Und das halt noch so bei mir nach. Und HeroQuest war so gesehen in der Hinsicht meine Einstiegsdroge. Das Spiel ist einfach wunderbar, wenn ihr mal die Gelegenheit habt. Leider ist das Spiel nicht mehr normal auf dem Markt zu haben. Und gut erhaltene Boxen sind nicht gerade billig, sage ich mal so. Aber gute Nachricht, ich glaube letztes Jahr im Herbst hat es eine Kickstarter-Kampagne gegeben. Oder Kickstarter nicht, aber so eine Crowdfunding-Kampagne von einer neuen HeroQuest. Das wird neu aufgelegt, bisher allerdings nur in Nordamerika. Aber ich schätze mal, das wird dann auch bald hier rüber kommen, und ich werde mich da jetzt auch schon wirklich tierisch freuen und mir auch diese Edition holen, um das ein bisschen nachzuspielen. Weil so wie ich das gelesen habe, hält die sich auch so einigermaßen an das Original. Aber ich weiß nicht, HeroQuest, da geht bei mir einfach wirklich das Herz auf, und ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich dieses Spiel jetzt in meiner Sammlung haben konnte und bekommen habe zu Weihnachten. Wunderbares Geschenk, ich freue mich tierisch, und vielleicht habt ihr auch ähnliche Erinnerungen. Welches Brettspiel hat euch denn so geprägt wie mich, HeroQuest? Haut's in die Kommentare rein, und vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.